Dieter Jürgen, Didi, Hallervorden, geboren am 5. September 1935 in Dessau, ist ein vielseitiger Vertreter der deutschen Unterhaltungsbranche, unter anderem Schauspieler, Varieté-Künstler, Sänger, Synchronsprecher, Moderator und Regisseur. Mit der Comedy-Serie Nonstop Nonsense und seiner Figur Didi markierte er Mitte der 1970er Jahre im deutschsprachigen Raum große Popularität. Hallervorden wurde in Dessau in eine Familie mit langjähriger Erfahrung in der Luftfahrtindustrie geboren. Seine Kindheit verbrachte er während des Zweiten Weltkriegs aufgrund der Luftangriffe auf Dessau in Quedlinburg, kehrte nach Kriegsende zurück und machte 1953 sein Abitur. Seine Karriere begann mit kleinen Rollen im Serienfilm Die 1000 Augen des Dr. Mabuse 1960 und seitdem hat er sich in der Film- und Fernsehbranche kontinuierlich weiterentwickelt. Den Höhepunkt seiner Popularität erreichte er 1975 mit der Comedy-Serie Nonstop Nonsense, in der seine Nonsens-Sketche wie Zumse, Palim, Palim und Elsa die Kuh zu Klassikern wurden. Seit den 1980er Jahren widmet sich Hallervorden vor allem dem Kino und arbeitet als Drehbuchautor und Schauspieler, wobei die tollpatschige Figur Didi zu seinem Symbol wird. Neben seiner künstlerischen Tätigkeit hat Dieter Hallervorden auch gesellschaftliche Verantwortung übernommen. Zu seinem 80. Geburtstag im Jahr 2015 veröffentlichte er ein Musikvideo und spendete den Erlös der Flüchtlingshilfe. Er hat auch proaktiv politische Meinungen durch Musikvideos zum Ausdruck gebracht, etwa im April 2016 mit dem Lied Erdogan, berichte mir, und zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Lied Merkel, bereit für alles. Was, während Dieter Hallervordens Karriere hohes Ansehen genießt und er den künstlerischen und gesellschaftlichen Herausforderungen standhält, gab es auch schwierige Zeiten. In einer Stellungnahme im August 2021 wetterte er gegen Sex und verwies auf eine Vergewaltigung auf Deutsch. Er äußerte sich zu den Sprachregelungen in seinem Berliner Theater und seiner Entscheidung, Diskriminierung aufgrund des Geschlechts nicht hinzunehmen. Darüber hinaus ist bekannt, dass Hallervorden eigene politische Ansichten vertritt, ihm werden nationalistische Tendenzen nachgesagt und er steht dem Rechtsextremismus nahe. Er war an politischen Aktivitäten beteiligt, unter anderem unterstützte er die CDU und ihren Kandidaten bei der Wiederholungswahl zum Berliner Bundestag im Februar 2023. Obwohl Dieter Hallervorden eine erfolgreiche Karriere in der Unterhaltungsbranche hatte und ein vielseitig talentierter Künstler war, hielt sein Leben auch Herausforderungen und Traurigkeit bereit. Eine der größten Herausforderungen war seine Kindheit, als er aufgrund des Zweiten Weltkriegs schwierige Ereignisse durchmachen musste. Der Umzug nach Quedlinburg und dann zurück nach Dessau machte seine Kindheit schwierig. Trotz der Überwindung von Schwierigkeiten in seinem frühen Leben hat Dieter Hallervorden den größten Teil seiner Karriere damit verbracht, dem Publikum Freude und Unterhaltung zu bereiten. Er ist jedoch mehr als nur ein Komiker, er ist auch ein Fan und Philanthrop. Die Veröffentlichung eines Musikvideos zu seinem Geburtstag und seine Spende für die Flüchtlingshilfe zeugen von seinem sozialen Engagement. Darüber hinaus hat Dieter Hallervorden seine Kunst genutzt, um politische und soziale Meinungen durch Musikvideos auszudrücken. Lieder wie Erdogan, melde dich bei mir und Merkel, bereit für alles, zeigen seinen Mut, seine persönliche Meinung zu äußern und gegen Themen zu protestieren, die ihm am Herzen liegen. Abschließend äußerte er in einer Stellungnahme im August 2021 seinen Widerstand gegen Gender und betonte, dass sich Sprache auf natürliche Weise und ohne Zwang entwickeln müsse. Er bekräftigte die entsprechende Sprachregelung in seinem Berliner Theater und versprach, keine Geschlechterdiskriminierung zu begehen. Insgesamt ist Dieter Hallervorden nicht nur ein berühmter Unterhaltungsstar, sondern auch ein Mensch mit einer breiten sozialen und politischen Vision, die seine Karriere und sein Leben mehrdimensional und bedeutungsvoll macht. Nach meinem letzten Kenntnisstand im Januar 2022 gibt es keine konkreten Informationen über größere Ereignisse oder Veränderungen im Leben von Dieter Hallervorden nach diesem Datum. Allerdings kann es zu neuen Ereignissen kommen, über die ich keine Informationen habe. Dieter Hallervorden hat im Laufe seiner Karriere und seines Privatlebens
So, because it's still ringing. Okay, I'm continuing. I can't help it. I have always been crazy about languages and music. For the past 2 years, I've been uploading videos with lessons to learn English with songs addressed to the Spanish-speaking people. Aprender inglés con canciones. So I'm bilingual. I grew up in Germany. I learned both languages, Spanish and German. When I went to school, I learned English and French so that I can speak almost some languages. Okay, these are people, the people who visit my YouTube channel, these are people from all around the world who speak Spanish and want to learn English, improve their pronunciation, or just have fun learning something new. I also teach German, English, and French with songs, as I already mentioned. My aim is to wake your emotions. Thus, you will learn languages easily, automatically, and with much care. You might already have read my webinar's description. Just in case you haven't, here we are. Learning a foreign language is an emotional process where music becomes a fantastic basis. And this is true. And this is the feedback I'm getting from all the people who write the comments below my videos that I load up to my YouTube channel. It's incredible. I did not believe the impact that it's having or doing since I started to live this idea of learn a language with songs. Songs not only help you learn new vocabulary, grammar, and phrases, but to mainly build a passionate relationship with the language and the culture, because music is something very, very, very emotional. So, in my webinar description, you have read, "Let your heart learn with your brain." And this is exactly what's happening when you deal with music, with songs. I started with two videos teaching English with the songs Imagine, you know the song? Imagine there's no heaven, and so on, by John Lennon, and Father and Son by Cat Stevens, which I uploaded in August and September 2019. After a couple of weeks, they caught so much attention that the number of my YouTube channel subscribers almost exploded, at least for me, because I started with 1,000 subscribers in summer 2019, and within 6 months, it grew to the number of 10,000, and in 5 months from 10,000 to 100,000 by the summer of 2020. Incredible. Today, my YouTube channel has more than 170,000 subscribers and is continually growing and growing. Why do I say this? Because I want to show you how big and how great I am. No, because it shows the need, it shows the wish of the people to have something different, to learn a language. They are really hungry, they are really starving to have something different with which they can learn a language with ease, with fun, with emotion, with melody, with memories, etc. So this is what's happening, what has happened. So I have a question. What is the best method to learn a language? I am convinced that the best method to learn a language is to be born into a family that speaks the language. We call this acquisition rather than learning. Of course, this situation is fun when you're a baby and keep growing and developing until you're finally an adult person. Unfortunately, we forget too easily.